und Gestein. Vor allem gegen Boden. Hehehe. Na komm. Überroller. Überroller. Gibt zwar Rückstoßschaden, aber das macht gar nichts. Überroller ist ein 25er-Move, das ist ganz schön. Jetzt mache ich mir auch keine Sorgen mehr wegen. Upsala. Wegen Giovanni. Nein. Überroller auf seine beiden Boden, Gestein-Boden-Pokes müsste eigentlich ausreichen. Upsala. Ja, hier geht jetzt wieder das alltägliche Training los oder das alltägliche Rocket-Klatschen. Oh, das wird unser Fronia City noch so witzig, ne? Weil es auch wieder einfach scheiße lange dauern wird. Aber ich will die besiegen. Ich will wissen, wie hoch ich komme, wenn ich die Trainer alle mitnehme. Zumindest den großen Teil. Das ist der Aufzug. Also dann brauchen wir nicht. Wir gehen jetzt eine Etage tiefer. Also Pikachu randaliert gewaltig hier. Muss man ja mal sagen. Warum trifft der Überroller so selten? Oder ist er jetzt einfach nur Pech? Ich hoffe, dass es Pech ist. Da unten gibt es, glaube ich, Risiko-Tackle. Sollen wir den mitnehmen? Ich kann die TM ja mitnehmen. Wenn ich sie nicht brauche, ist ja auch wurscht. Hier ging es zu weit. Oh, da bitte. Das Sonderbonbon nehmen wir auf dem Rückweg mit. Wir müssen hier lang. Wie süß ein Radfratz. Ich mache jetzt einfach Überroller, weil ich dafür noch so viele AP habe. Aber bei dir nicht. KP Plus, Pikachu, wäre das was für dich? Ja. Da freut er sich. Das müsste Klingensturm sein, CM2, genau. Ist jetzt auch nicht wirklich das Maß aller Dinge. Aber ja, nehmen wir es halt mit. Meiner. Auch meins. So, davon brauchen wir eigentlich gar kein Item. Die sind alle wertlos. Und wir lassen sie auch einfach liegen. Ich glaube, Mondstein, Supertrank, irgendwie sowas. Pikachu mag mich. Jetzt sind wir im Besprechungszimmer hier. Alles mit zwei riesigen Tische. Die beiden Oprion und Onix davon auch gewonshottet werden.
Das hätte auch ganz knapp gehen, ins Auge gehen können. So. Überroller, was hat der für eine Trefferwahrscheinlichkeit? Ich weiß das nicht, ich krieg das jetzt nicht hier raus. Aber die scheint nicht allzu groß zu sein. So deutlich niedriger als andere. Drei Tische sind das sogar. Ja, für Alarm ist ein bisschen spät, ne? Komm schon. Lösch die Rockets aus, lösch die Rockets aus, lösch die Rockets aus. Nebenbei kriegen wir schön viel Geld. So. App nach UG4. In UG3 sitzt der Mewtwo. Oh, stimmt, die habe ich ganz vergessen. Team Rocket, Jesse und James. Na ja gut, dann ist es einfacher, als gegen Arbok und Sandama und alles so anzutreten. Brauchst du noch Eisen? Ja, Verteidigung gestiegen. Ja, ist immer gut. Du kriegst alles, was da ist. Den Supertrank nehme ich auch mit. Giovanni. Oh, nice. Alter Schwede. Das ist schlecht, dass das daneben ging. Was Nobilika hat ein starkes Pokus. Nice. Das ist schnell und durch die Schnelligkeit gibt es halt ordentlich Crits für den Gegner. Ne, nicht raus mit Fluchtseil. Müsste nur in UG1, da sitzt ja noch einer. Da. Ganz einsam. Eingesperrt. Weißt du, musst du dir mal vorstellen, der einzige, der einen Liftöffner hat, die werden wohl mehr Liftöffner haben, aber der einzige, der da mit einem Liftöffner, der da einfach in einer verschlossenen Tür sitzt und keinen Liftöffner hat, der sitzt einfach fest. Du musst die Tür bewachen, koste ich, was ich wolle. Okay. So, bitte nach Lavandia, denn da gehen wir als nächstes hin und hier ist unsere nächste Aufgabe. Wir müssen uns jetzt um den Pokémon-Turm kümmern. Gary. Pikachu guckt sich erstmal den Grabstein an. Hey, das Pikachu kenne ich. Jo. Jo. Jo, nett, eine Bekanntschaft zumachen. Und weg. Okay, so wie es aussieht, wird es ein Blitzer. Also wenn man zweimal gewinnt, ist es ein Blitzer. Okay, denn er hat ein Mushas, was Wasser Eis ist. Wasser. Raus, das ist später Wasser Eis. Und er hat ein Vulpix, was Feuer ist. Das bedeutet, alles andere außer ein Blitzer wäre Blödsinn. Denn er hat kein Magnetilo. Denn sonst hätte er ein Magnetilo. Er guckt einfach weg. Aber gut, dann weiß ich Bescheid. Blitzer passt mir sehr gut in den Kram. Da oben ist auch jemand. Nee, Bullock. Haben wir eigentlich einen Schutz? Hatte ich nicht mal einen gefunden? Nö, anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Ja, bei den Viechern hilft uns auch leider nur unser Donnerblitz. Der ist dicke ausreichend, aber. Fürchtest du dich eigentlich?
Ja, bin ganz schön Angst hier. Im Pokémon-Turm fürchtet er sich. Keine Angst, nutzlos, ich bin ja bei dir. Und ich werde dich beschützen. Nein, eigentlich nicht. Ich lasse dich ins offene Messer rennen. Denn, um den Countdown um einen nach oben zu treiben, ich hasse Pikachu. Ich verfluche dich. Das haben schon ganz andere versucht. Dein Nebula kommst du auch nicht weit. Elixier nehmen wir auf jeden Fall mit. AP, AP, AP. Ich glaube, mehr muss ich auch gar nicht sagen. Wecker. Muss ich da? Ein Kirby Plus noch kommt, das kannst du kriegen. Yay. Ein Geist! Ein Fortifort! Ein Alpollo. 27, das ist nicht schlecht. Bringt gute Erfahrung. Ich kriege auch noch Platz. Ey, sag mal, Mist. Da gehst du ein Feld raus vom geschützten Bereich, da jagen sie dich schon wieder. Jetzt ist aber auch gut. Oh, ein Tragosso. Na, besser haben will. Gibt's ja auch. Zwar nicht so häufig, aber es gibt hier Tragossos. Guck. Ich habe mir ja letztens über einen Bestelldienst, der anscheinend im Amazonas liegt, wenn man dem Namen so nachgeht, habe ich mir DVD-Box bestellt. Man muss vielleicht dazu sagen, ich bin ein absoluter Horrorfan. Ich liebe diese richtig nice teuren Horrorfilme, die richtig spektakulär gemacht sind. Sowas wie Silent Hill zum Beispiel, das ist ein Gigant einfach. Die Saw-Teile und sowas alle. Und ich liebe ja auch diesen Trash. Der weiße Hai 58 oder sowas. Und Jurassic Shark und hast du nicht gesehen. Ich habe mir jetzt mal eine Box bestellt. Gehabt. Das. Verzeihung. Das war die Schulmädchen-Horrorbox. Also. Wie geht, was war das denn? Also ein bisschen. Ja. Aha. Bisschen auf Schoolgirls gemacht und so, ein bisschen erotischer. So, pass auf. Ach, hier kommt der Team Rocket auch nochmal. Und da lachst dich scheckig. Ich meine, diese Filme. Ich habe ja schon damals bei Jurassic Shark 1, 2 und 3 gesagt, dass das trashig ist.
wirklicher Trash. Ich muss mich verbessern. Das, was ich da bisher gesehen habe, ist der übelste Trash. Also, noch schlimmer geht's gar nicht. Die haben da Sachen bei. Das sind 9 Filme auf 3 DVDs. Und einer trashiger als der andere. Ich hab 3 gesehen und einen abgebrochen. Ja, einen habe ich abgebrochen, weil der so unglaublich alt war und der ging gar nicht. Ne. Den habe ich dann abgebrochen, mit dem mir anzugucken. Das wollte ich dann auch nicht mehr. Da habe ich dann gesagt, komm, der Film geht 2 Stunden und nach einer halben Stunde war das für mich komplett auf. Das musste ich nicht haben.